So, nächstes Episödchen. Ich starte schon mal alleine. Der Manu ist gerade auf dem Pott, weil Puppies kommen. Witzig. Ich spiele einfach beide. Ich habe ja nur noch kein Leben mehr. Ich habe die Aufnahme schon gestartet und ich habe einfach mit uns beiden gespielt. Ich habe mit beiden einfach die F-Taste gehämmert. An meinem Leben sehe ich, dass das gut funktioniert hat. Ja. Toll. Ja, das Schlimmste war das Feuer dann. Das hat plötzlich. Weißt du was? Lass uns mal nach oben gehen. Da ist Marmor. Da sind Schrottteile. Wenn wir die kriegen, bin ich voll geheilt. Sollten wir vielleicht dann gerade vor dem Bienenstock machen, weil sonst kann ich den Boss knicken. Ist auch für meine Stats ganz gut. Da liegt natürlich kein Schrott. Warum würden wir auf der Karte Schrott hier haben jetzt mal? Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ja, gut. Warte mal, ich mach mal hier das Ding in der Mitte kaputt, wenn ich Glück hab, da welcher drin. Und mit dem Leben, ne. Das ist riskant, jetzt so die Bienenkönigin zu machen. Ich habe halt keine HP, ne? Müssten wir erst zurück in die Base. Heilen und dann wieder hier hin. Ja. Ja, macht mehr Sinn. Lass zurücklaufen. Kurz heilen und dann wieder zur Königin. Wir müssen nur zurück, bis die Nacht, bevor die Nacht anfängt. Oh, I need to fill my mighty. Ach so. Ja, der sagt dir nur, dass du deinen Bach verloren hast jetzt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ach, guck mal, schon wieder nachgewachsen alles. Nice. Ja, da kann man gleich nochmal einen Wanzen vollschlagen. Am besten lügen wir gleich schon mal. Hast du Feuer an dir? Holz? Ich glaube, ja, aber nicht so viel. Ja, ansonsten haben wir im. Sag mal schnell. Da vorne nur den Zweier-Stick gesehen erst. Ich hab alles jetzt mal weggemacht, da hat er das gleich ab ist. Können wir gleich essen. Meinen Kram einlagern, den ich noch gefunden habe. Ja, die sind schon wieder alle nachgewachsen, die ganzen Zweige hier. So, ganzen Klumpatsch wieder einlagern und dann. Schlafen. Ich glaube, ich mache mir nochmal eine neue Armor, weil eine ist mittlerweile kaputt. Ich könnte theoretisch mal ausprobieren. Weil ich meine, warum nicht? Ich bin klar. Meine HP wieder voll sind, deine sind noch voll. Ja. Dann brauchst du deinen Magen ja nicht belasten extra. Ja.
Ich mach mich auch noch voll, denke ich. Magen ist leichter voll zu kriegen für uns. Aber dafür, wenn jetzt irgendwelche Hände kommen oder so, ich was nachlegen soll, dann... Büffel haben wir noch gar keine gesehen auf der Map, ne? Mm-mm. Ich hoffe, dass überhaupt welche existieren. Das wäre blöd, wenn keine existieren. Doch, doch, wird schon. Also das denke ich schon. Doch, ich bin voll, ich gehe raus. Ich bin noch nicht ganz voll. Ich bin voll. So, eine Zelle ist jetzt kaputt. So, wie viel Sachen hat dein Magen? Ja, fast voll. Und jetzt brechen wir mal die Beeren ein. So, hier kriegst du den Rest Beeren. Und dann geht's los. Warte kurz. Ich schmeiß das nochmal hier alles in den Kopf. So, dann auf zur Bienenkönigin. Ja. Irgendwelche letzten Worte oder so, bevor wir reiten. Schützt die Bienen! Ja, genau das machen wir jetzt. Volle Rüstung, Hut. Dein Hut ist bei 100%, Alter. Dann merke ich mal, wie viel du getankt hast. Ja, gar nichts. Richtig. Wäre natürlich das wünschenswert, hätte ich die ganzen Ersatzteile noch, aber das passt schon. Und die Bienen in dem Umkreis haben wir ja weggemacht, das heißt, wir sollten es von den Stöcken hier unten weghalten, wenn dann kalten wir sie nach oben. Wenn sie kalt war, ist, ich weiß es nicht. Also so nicht so wie die Firefly. Die war echt gemein. So. Eating part is gone. Hast du deine Beeren gegessen? Mhm. Alle? Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, klopfen wir mal auf dem Ding mit dem Hämmerchen rum. Oh, nee. Oh, nee. Jawohl, das ist so. Oha, das wird interessant jetzt, du. Ich hole mich mal eine große. Ganz schön. Boah. Macht die viel oder was? Nee, Schaden macht die kaum, weil die dann kite ein bisschen, weil ich mach die kleinen hier gerade platt. Ja, die kleinen, die sind fast platt, nur noch ein kleines Stück da. Die Hitbox von der ist relativ groß, diese scheiß Bullen. Der verlangsamt halt. Ja, ich seh's. Ich merk's mal nicht. Oh, scheiße, die kackt immer wieder neu aus. Mach die Kleinen wieder, ist das in Ordnung? Ne, du bist fast tot, man sagt doch was. Lauf, lauf, lauf. Die einen Schaden, ey. Lauf, lauf, lauf. Weil ich bin noch voll. Ja, dann übernehmt die Königin. Die Königin an, sonst folgt ihr mir. Genau. Ja, das Problem ist, ich komme nicht ran. Ich bin geslowt und die Kleinen, die boxen mich kaputt in der Zeit. Warte. So. Wenn du die Akku von der Großen nimmst. Ich versuch's. Aber ich bin geslowt, ich... Du darfst mit dem Honig laufen. Ey. Nee, die will dich, die will unbedingt dich, ne? Aber das ist okay, weil ich boxe ja hier in den Rücken die ganze Zeit. Weil solange die eine Biene noch steht, die kleine spawnt, glaube ich, keine neue. Lass die kleine mal reden. Okay, dann lass ich die stehen. Ich glaube, erst wenn wir die anderen in den Rücken machen. Genau. So, jetzt habe ich die Agro. Dann ignorieren wir die kleine und ich helfe mir. Scheiße. Okay, du hast die Kleine zerstört. Dann hab ich ihn. Okay, neue Rüstung habe ich an. Boah. Die macht ganz schön Damage. Also mit dem Hut, das gilt wohl nicht für die große Biene, nur für die Kleinen. Ist zwar gut, dass wir den haben. Das ist auf jeden Fall gut, dass wir den haben. Komm, jetzt machen wir das so wie eben. Naja, ich laufe im Kreis und du machst die Kleinen. Jetzt follow sie mir wieder ab.
Also wir müssen eine von den kleinen Bienen müssen wir stehen lassen und dann ja. Können wir die große holen. Alter, ich hab fast keine HP, ne? Dann lauf einfach, nicht kämpfen. Ja, ich bin ja nur am Laufen. Ja, da wäre jetzt eine Range Waffe ganz gut, ne? Ja, wie bei der Feuerfliege auch. Man kann auch nicht ausweichen wieder, ne? Ich frag, warum ich will diese Dark Sword. Also ein Schlag noch und ich bin tot, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin genauso low wie du. Dark Sword ist nicht so. Lass ihn leben, die Kleine. Ich habe halt gar keine HP, ne? Ich habe 3 Hitpoints. Ja, ich sehe es. Ja, verdammt. Hol der Dark Sword im Zweifelsfall. Ich habe auch nur noch so wenig. Ich kann das jetzt auch nicht rausfischen. Ich sehe das nicht, wo das ist. Okay. Ein Hit noch. Ein Hit. Das darf nicht wahr sein. Scheiße. Boah. Okay, also wir hätten eine Marmorrüstung gebraucht. Marmorrüstung. Marmorrüstung und dann, ja. Dark Sword wieder. Also die gleichen Aufbau wie beim letzten Boss mit Bienenhut. Und dann haben wir vielleicht bei dem Boss eine Chance. Boah. Alter, wie heftig. Also, ich frag mich einfach. Wie man das machen soll. Also wenn man nur alleine und zu zweit ist. Das ist halt echt nicht leicht. Wenn man normalerweise ja auch mit 5-6 Leuten machen kann. Aber, boah. Also ich meine, mit Mods, okay, klar, wir arbeiten jetzt mit Mods, sodass wir nicht permanent nur am Hungern sind und so. Und das macht ja auch Sinn und wir überleben ja auch. So kommen wir mal dazu, Bosse anzufangen, aber wie will man das denn schaffen, ey? Das ist schon echt hart, muss man sagen. Und ich sag mal so, da oben war das Wiederbelebungs... Ja, ja. Wir müssen eh warten, bis der Tag anfängt. Ach, ich sag mal so, wie wenn wir jetzt die Bosse... Wir sind ja nur zu zweit, so. Wie will man das machen? Und wenn man mit 5-6 Leuten ist, kann ich mir nicht gut vorstellen, dass das easy ist. Aber, ja, es ist schon nicht einfach. Also, es ist schon echt schwer. Das heißt, wir müssen Marmor wieder farmen. Das Dunkelheitszeug, damit wir die Schwerter wieder herstellen können. Boah. Die Helme, die gehe ich gleich holen wieder, weil die haben ja lange gehalten. Das ist unser Problem. Ich glaube, das funktioniert auch, wenn die auf 50% sind. Aber. Ey. Das ist. Das ist schon happig. Also, das ist wirklich nicht leicht. Ich wüsste nicht, was man sonst machen kann an Waffen oder so. Ich weiß, man kann irgendwie mit Schießpulver arbeiten oder so, aber ich weiß gar nicht, wie man das Zeug. Ja, das Ding ist, der Einfall kam mir halt gerade bei der Biene, ne? Weil das war ja oft so, wenn einer die Aggro hatte, die hast du ja kaum runtergekriegt. Ich bin hinter der hergelaufen, ja. Hab die ganze Zeit geboxt. Wenn ich nicht so hart geslowt gewesen wäre, hätte ich die einfach kaputt geschlagen in der Zeit, weil ich habe die Aggro einfach nicht bekommen. Und wenn ich dann in der Mitte stehe mit einem Pfeil und Bogen oder so und beballer die nonstop und du rennst die ganze Zeit im Kreis oder halt umgekehrt, das Problem ist easy, Mann. Die Mats, die kriegen wir nicht dafür. Also ich weiß nicht woher, das müsste man halt mal schauen. Dann wäre es easy Mode. Oh, was sagt der? Kann ich mich da wiederbeleben? Ich kann das auch nicht. Ich flieg mal zu dem anderen. Portal ist hier. Oh, ich flieg mal runter zu dem anderen Wiederbelebungsstein. Vielleicht kann man jeden nur einmal benutzen. Könnte ja daran liegen. Ich würde jetzt diese Wiederbelebungskosten nicht in Kauf nehmen, weißt du? Ja, das ist schon richtig, aber...
Ich bin jetzt schon fast davon ausgegangen, es geht nicht mehr, weil irgendwas eingestellt ist, man kann nur dreimal sterben oder so. Nee. Das nicht. Ich habe auf Max eingestellt. Dann hätten wir auch diesen Timer werden wir zurückgesetzt in. Ja, du kannst dich bei jedem Wiederbelebungsstern einfach nur einmal wiederbeleben. Es geht. Oh, Gewitter. Nee, das bin ich gewesen, weil ich es wiederbelebt habe. Ah. Bring Marmor mit. Das ist ja direkt hier neben unserer Baumfarmer-Ding. Gut, naja. Wir hatten einen neuen Versuch, der wieder mal. Warum warten wir eigentlich schon mal? Also, ich fühle mich richtig schlecht. Also, ein richtiger Kackboom wäre. Sag mal, wieso steht hier eigentlich nur ein Zelt? Weil das andere kaputt gegangen ist. Echt? Ja. Wobei? Die gehen nach 4-5 Mal benutzt, gehen die kaputt. Achso. Da muss man ein neues bauen. Die sind nicht unendlich. Interessant. Ja, ich gehe mal unser Zeug einsammeln. Oder was davon noch übrig ist. Jo, mach das. Ja, Fernkampfwaffen, ich weiß es nicht. Also, du kannst ja mal gucken, was man dafür so braucht. Aber hier, wir brauchen halt Federn dafür. Das ist ja schön und gut, das kriege ich hin. Hundezahn, azurblaue Feder, dann könnte ich so ein Ding herstellen. Aber ich weiß nicht, wo ich die Kackfeder herkriege. Müssen wir mal schauen, ne, dass wir so springen. Eine Feder brauchst du? Was für eine? Eine blaue Feder. Eine rote, eine schwarze, habe ich schon Bummer alle satt gefarmt. Aber die bringen uns nichts. Feuerpfeile, die kann ich herstellen, nämlich dann, weil ich die roten Federn habe. Hier, Feuerpfeile. Die sind easy herzustellen. Dann können wir die Bienenkönigin anzünden. Aber ich brauche eine blaue Feder für. Oh, das ist perfekt. Für das Ding halt. Fürs Fernrohr herzustellen generell. So, ein Hammer hat gereicht. Weißt du, was ich mache? Ich droppe den einen Hammer hier neben dem Bienenhaus. Dann haben wir den direkt da liegen, wenn wir ihn brauchen. Ich nehme das schmeiße ich mal weg. Also die Zweige, so viel Zweige brauchen wir nicht. Kann man beim nächsten Mal mitnehmen. Ja, ich ernte gerade wieder unsere Zweige. Also Zweige haben wir echt viele. Sind meine Stats leider nicht mehr so hoch, weil ich schon so oft gestorben bin. Imkerhelm, die beiden Imkerhelme habe ich. Kann ich schon noch fallen lassen. So. Klassisch liegen, jetzt sind nur Speere und so. Wobei. Lass ich die Spitzhacke lieber nehmen. Das Rohr. Was haben denn die Speere? 100%. Den Stachel kann ich liegen lassen, wir haben genug. 31%. 5%. 21%. Was ist denn eine Bienenmine? Das sind Stacheln aus den Bienen, kannst du die craften. Das ist halt wie eine Granate. Wie eine Falle oder was? Nee, eine Granate. Wenn du sie möchtest, die ganze schmeißen, die macht auch eh Schaden. Aber ob mir die gegen die Bienen einsetzen können, wage ich noch zu bezweifeln. Also ich bin dafür, ich habe jetzt die beiden Imkerhüte geholt, die holen wir wieder mit. Hier gibt es noch eine Schuppenrüstung, hast du das auch gesehen? Ja, die Schuppe haben wir nämlich, deswegen habe ich schon geguckt, aber wir haben keine Schuppe. Ich vermute mal, feurige Gemüter, die halt. Meinst du, die ist stärker, die Schuppenrüstung, als die Marmorrüstung? Das weiß ich nicht. Das wollte ich eigentlich testen, aber wie gesagt, wir haben keine Schweinehaut, da müssten wir Schweinefuhr umlegen. Dann kriegen wir vielleicht, macht die vielleicht Feuerschaden, wenn die uns angreifen. Wäre vielleicht eine Option, aber ich denke, Marmorrüstung plus Dunkelkram plus. Eventuell Fernkampfsachen, wenn wir eine Art zu blaue Feder kriegen.
Können sich aber gleich mal kurz googeln, wenn du möchtest, dann wissen wir, dass wo das Zeug ist. Mhm. So, ich tu mal wieder einlagern und sortieren. So, da kommen die beiden. Und ein Schwert bei 100%, 81% von dir ist noch da drin, den kannst du dir mal rausholen. Mhm. Das ist der Helm. Wir können aber, ich kann sogar noch ein Schwert herstellen, glaube ich. Ich habe genug Zeug da. Jo. Wir haben noch direkt ein zweites Schwert parat. Das ist ganz gut. Kann ich die mal eben umlagern in die erste Kiste. Holst du dir hier den einen Schwärmer raus aus der Kiste? Welche? Welche? Oberste Kiste. Okay. Einfach irgendein Schwert gönnen. Und einen Hut? Den Hut? Ne, den Imkerhut, den lass ruhig drin, den holen wir dann raus, wenn wir zum Boss gehen. Okay. Das ist also die Vorbereitungskiste, dann sortiere ich das nämlich so ein bisschen. Wollen wir eine Runde pennen gehen oder was? Ah, du bist ja voll. Dann mach ich das mal. Naja, ich hab meine Ersatzteile gefressen, dann bin ich schon nach automatisch. Das ist so scheiße. Ende. Na, habe ich hier noch deine goldene Axt, die lege ich dir mal noch hier hin. Ja. Ah, das Schöne ist, dadurch, dass wir halt so gut aufgebaut sind oder aufgestellt sind. Wir sind jetzt hier, wir haben alles verloren, mehr oder weniger. Und ich habe jetzt schon wieder hier für uns Rüstung hergestellt. Gebe ich dir direkt. So. Nice. Danke. Wir sind halt wirklich gut dabei im Generellen sonst. Wir verlieren nichts großartig. Das lassen wir weiter und können immer wieder da weitermachen. Das hat jetzt der Vorteil. Aber mich ärgert nach wie vor. Also wir brauchen halt echt dieses Blasrohr oder so. Und wir sollten vielleicht mal überlegen, ich meine gut, für das Bienending, der Bienenhelm, ist klar, aber für andere Bosse. Hm. Federhut. Hast du Stein? Stein? Nee, ich hab gar nichts. Stein haben wir keinen mehr, das sollten wir vielleicht mal gucken hier bei Gelegenheit nochmal. Mm. Ich kann euch überlegen, mir so ein komisches Elektro-Ding zu machen. Und zu gucken, ob ich das vielleicht essen kann, um meine Stats zu erhöhen. Spazierstock. Geschwindigkeit und Gleichgewicht. Das könnte man ausprobieren. Walross. Ich glaube nicht, dass das für uns wirklich nützlich ist. Na gut, dann Das hier, ja. Wetterstab? Das ist halt so ein AOE-Ding, aber wir haben weder die Federn noch das andere Ding in der Mitte. Das Ding in der Mitte ist das, was wir auch brauchen für den Froststab oder so zum Beispiel. Und das ist das, woran scheitert er noch. Ziege. Ich weiß auch nicht, wo die Viecher sind.
Naja, wie gesagt, wir können jetzt gucken, Marmorrüstung. Warte mal, diese komischen Ziegen, ne? Die sind doch auch in diesem Wüstengebiet, oder nicht? Also ich bin dafür, wir gucken mal nach diesem Fernkampf. Ich werde mal eben, weißt du was? Wir machen das jetzt so. Also hier sind Vögel. Spinnen. Sieht man, die müsste man doch auch auf der Karte sehen, oder nicht? Die Ziegen. Aber man sieht die nicht. Ich google jetzt mal für das Blasrohr, wo mir die blaue Feder herkriegen. Ja, mach das. Und dann kann man dafür die Matt sammeln. Und du, keine Ahnung, sammeln wir einfach mal gucken, was wir so noch brauchen können. Und dann schauen wir schon mal hier. Ich sag dir Bescheid, wenn irgendwie Nacht ist oder irgendwas passiert. Sorry. Ah, happens. Oh, jetzt ist Nacht, aber du stehst safe. Das ist Vollmond oder so. Braucht gar keinen Fall. Die spawnen wohl nur im Winter. Die Weißen? Die. Die Vögel. So, okay. Boah, ja, da müssen wir mit dem Schwert und der Marmorrüstung versuchen. Oder dem Eisstab. Aber ich weiß nicht, ob ich den herstellen kann. Ich gucken. Doch, kann ich herstellen.
könnte einen Eisstab oder zwei herstellen. Dann können wir so einfrieren und draufhauen. Mhm. Ausprobieren. Mit den kleinen Bienen tanken oder halt wie eben erstmal im Kreis rennen, bis nur noch eine Biene lebt, einfrieren, draufhauen. Dann mache ich Eisstäbe. Und dafür haben wir nämlich definitiv von den blauen Gems haben wir auch genug. Ah ja, dann machen wir da mal Vorbereitungen. Bienenversuch 2 oder? Ganz im Ernst, ich glaube, die Firefly war einfacher als die Bienenkönigin, oder? Nee, ich glaube nicht. Die hat uns schon deutlich schneller platt gemacht und die hat auch mehr Schaden gemacht, obwohl wir eine bessere Rüstung hatten und eine krassere Waffe hatten. Das täuscht jetzt nur so ein bisschen, weil wir bei der Biene nur den Speer und die Holzrüstung hatten. Mhm. Das kann natürlich sein. So, ich habe jetzt 2 Dunkelschwerter für jeden, 2 Froststäbe für jeden, 2-mal den Bienenhut für jeden. Das sollte doch reichen. So, jetzt brauchen wir nur noch 2-mal eine Marmorrüstung. Könnten wir. Wie viel Marmor haben wir denn? 7. Ja, dann müssen wir jetzt einfach nur noch Marmor sammeln gehen. Ah, wir haben ja noch Steintasche, dann kann ich es mal eben versuchen. Und ich hätte mich sehr interessiert. Es wächst irgendwie nicht mehr nach hier das. Ja, ich kann da nicht essen. Verdammt! Na egal, Versuch mal wert. Was wechselt nach? Die Bäume. Und die hier. So schlimm ausgraben, notfalls dann wieder reinschmeißen. Ja. Ja, sollen wir Marmor sammeln gehen? Von mir aus gern. Die Marmorbäume, die brauchen ja ewig, bis dass sie wachsen scheinbar. Ja, dann gehen wir da oben bei der Bienenkönigin war Marmor in der Nähe. Ja, oder wir gehen in die Höhle. Höhle ist auch Marmor. Mit einer Holzrüstung und einem Speer sollten wir ja da eigentlich parat kommen. Wie du möchtest. Genug Fackelzeug habe ich dabei. Du hast Speer, Marmor. Ja, komm, wir gehen in die Höhle rein. Würde ich sagen, links gehen wir durch den Sumpf, da ist ja ein Höhleneingang. Also Speer und Rüstung habe ich Standard. Ja. Können wir den anderen Kram jetzt auch schon mitnehmen hier? Nee, lass mal liegen. Dunkles Schwert und so. Das ist mein Ding. Hey, komm, wir gehen nach oben rechts. Da ist ein Höhleneingang. Da würde ich sagen, hast du eine Spitzhacke? Nein. Und warte, ich hole eine. Hier war nichts für Feuer oder so. Ne, für Feuer habe ich. Was fehlt dir denn? Äste. Äste habe ich 40 auf Tasche. Die Kiste ist auch voll. Ich habe ja alles in die Kiste immer geschmissen. Spitzhacke, haben wir keine Spitzhacke mehr? Eine angebrochene irgendwo? Nee. Ja, dann müssen wir unterwegs Feuerstein suchen. Sonst kriegen wir das Ding nämlich durch. Schnappt ihr die Bären? Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode weiter. Tschüss.